Gewisse Seiten deiner Klassenplattform sollen möglicherweise nur für einen eingeschränkten Benutzerkreis zugänglich sein, andere wiederum sollen nur von bestimmten Personen bearbeitet werden können und da kommst du um eine manuelle Einstellung der Benutzerrechte nicht herum. Über mehr Freigabe und Berechtigungen siehst du, wer hier alles mitarbeiten und lesen darf. Diese Website ist öffentlich sichtbar. Logisch, das ist ja auch eine Klassenplattform, da sollen auch die Eltern sehen können. Gewisse Leute dürfen bearbeiten, ich bin der Eigentümer, gewisse dürfen nur lesen, wobei das im Moment nicht viel Sinn macht, denn immerhin ist ja die Website sowieso öffentlich. Falls du jetzt aber gewisse Zugriffe einschränken möchtest, so kannst du auf Berechtigungen auf Seitenebene aktivieren, klicken. Den Leitfaden könntest du zuerst noch durchlesen, um dich zu informieren, wie das funktioniert. Ich übergehe das und klicke direkt auf Berechtigungen auf Seitenebene aktivieren. Und nun erhältst du diese Sitemap, also alle vorhandenen Seiten, und du kannst jetzt für jede einzelne Seite, ich wähle mal diese hier aus, bestimmen, ob sie dieselben Rechte hat wie die gesamte Website oder wenn du auf Ändern klickst, ob diese einfach mal übernommen werden sollen oder ob benutzerdefinierte Berechtigungen verwendet werden. Hier wiederum hast du die Möglichkeit, allfällige neue Benutzer ebenso hinzuzufügen oder die standardmäßig mal draußen vorzulassen. Die müsstest du dann manuell hinzufügen. Ich wähle mal das, klicke auf Speichern und nun siehst du, kannst du für jede einzelne Person sagen, zum Beispiel diese Person hier, die darf bearbeiten, während die nur lesen darf. Das speichere ich mal. Die Website soll auch nicht mehr öffentlich zugänglich sein, sondern nur noch für diejenigen, die den Link haben oder eben privat, also nur noch für eingeladene Personen. Im Moment wäre es also so, dass nur diese drei Personen diese Seite überhaupt sehen, wobei nur diese beiden hier auch daran arbeiten dürfen. Und so kannst du eben auch Seiten für den internen Gebrauch gut schützen.